Leute, ich weiß nicht, warum Hogwarts Mystery so ein Riesending aus einer Doxy-Plage macht. Ich meine, haben Sie noch nie von Fliegenklatschen gehört? Weil ich meine, letzte Folge hat Daniel Granger versucht, diese komische Doxy mit einem Flipendo-Fluch abzufeuern. Dabei hätte er sich einfach die nächstbeste Fliegenklatsche schnappen können, um das Ding schön zu zermatschen. Aber auf diese glorreiche Idee ist er wohl nicht gekommen. Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zu einer neuen Folge von Harry Potter Hogwarts Mystery mit mir, dem Dougie-LP. Und ja, wir sind hier im Korridor zum x-milliardensten Mal mindestens. Das ist nicht mal übertrieben, sondern ich glaube sogar Real Talk. Genau, und haben zuletzt hier mit Curry über die neuesten Errungenschaften und Erlebnisse getalkt. Und ja, natürlich uns auch ein bisschen über Merula beratschlagt. Und wollen sie jetzt als Doppelagentin einstellen. Also quasi Snape 2.0 in weiblich und jünger. Genau, allerdings wissen wir noch nicht so genau, ob sie dafür überhaupt bereit sein wird oder, ja, ob sie überhaupt wirklich abgetreten ist oder nicht. Das sind alles so Dinge, wo wir uns noch nicht so wirklich ganz sicher sind. Aber, ja, mal schauen, wie es jetzt weitergeht und vor allem, was es mit dieser Doxy-Plage zu tun hat. Weil ich glaube nicht, dass die einfach random passiert ist, sondern dass das einen tiefgründigeren Hintergrund hat. Genauso wie die Wampuskatze zum Beispiel, die ja auch einen tiefgründigeren Hintergrund hatte. Ist ja auch egal. Leute, wir schauen mal auf die Aufgabenliste. Also, wie letzte Folge schon gezeigt, gibt es neue Lektionen, die ich im Off machen werde. Wir müssen heute Curry im Krankenflügel besuchen, obwohl sie eigentlich noch hier mit uns zusammensteht. Aber das ist, ja, genau, egal. Ja, genau. Wir machen hiermit auf jeden Fall weiter, als allererstes, weil das unsere aktuelle Nebenquest ist, die wir nebenbei erledigen werden. Und müssen uns jetzt wohl ein Duell mit Diego liefern für einen Tanzwettbewerb. Ach, das findet ihr auch seltsam? Ja, cool, ich auch. Egal, machen wir einfach mal. Let's go. Naja, sehen wir es einfach positiv oder sehe ich es einfach mal positiv? Ein Duell bedeutet, dass wir keine Energiepunkte ausgeben müssen. Hallo, Diego. Aber ich meine, ich werde eh gewinnen. Ich bin Daniel Granger. Ah, da bist du ja. Bist du bereit für unser Duell? Ich bin mir immer noch nicht sicher, was ein Duell mit einem Tanz zu tun hat. Tanzen ist eine Kunst und Duelle sind etwas Praktisches. Das ist die falsche Herangehensweise, Daniel. Ein Duell ist wie ein Tanz. Ich verstehe dich nicht ganz. Beim Tanzen geht es um Rhythmus, Flow und Balance, richtig? Naja, ich, schätze schon. Beim Duellieren ebenfalls. Das Hin und Her bei einem Duell hat einen Rhythmus. Man wechselt von einem Zauber zum nächsten. Außer Daniel Granger, der nimmt immer die, Depulso, genau. Außerdem, das ist noch wichtiger, braucht man Balance. Du klingst immer mehr wie ein Quidditch-Kapitän. Nicht wie mein, weil wir haben keinen Quidditch-Kapitän mehr, Leute, deswegen muss ich das korrigieren. Ich erkenne an deinem Kommentar nicht, ob das etwas Gutes ist oder nicht. Mach dir keine Sorgen. Wenn du glaubst, dass es mir helfen wird, dann lass uns duellieren. Ich bring dich um. Ja, Leute, dann wollen wir mal. Und es ist wirklich ein reines Duell, das ist wundervoll. Starten. Und ich habe genug Geld, um mindestens 2000 Mal zu verkacken. Hoffen wir einfach mal trotzdem, dass ich es beim ersten Mal hinkriege. Und lol, der hat einfach die exakt gleichen Attributpunkte wie ich. Ist das vom Spiel beabsichtigt oder Zufall? Naja, egal. So, jetzt geben wir dem erstmal mit Depulso schon mal ordentlich Schaden. Ich meine, ich werde jetzt nicht jedes Mal Depulso verwenden, Leute. Ich werde die Duelle etwas spannender halten. Aber ist ja schon mal ein guter Anfang, um ihn ein bisschen Leben abzuziehen. Oh, ich brenne für 2 Runden. Das ist ja echt nicht so cool. So, dann nochmal hinter. Oh. Ja, jetzt wird er mir locker, genau, 15 Punkte abziehen. Yo, alles klärchen, Pupierchen. Dann versuche ich es jetzt einfach mal mit ein bisschen Betäubung. Ich glaube, das wäre sehr sinnvoll, wenn wir das schaffen sollten. Aber bei meinem Glück wird es jetzt nicht direkt funktionieren, oder? Drück die Daumen, drück die Daumen, drück die Daumen. Komm schon, komm schon. Ja, 2 Runden sogar. Oh mein Gott, Diego, du bist tot. Du bist einfach tot. Ich werde dich umbringen. Ja, wirst schon sehen. Aber, oha, was? Das sieht so viel. Okay, dann hoffe ich jetzt einfach mal, dass ich mich nochmal gut heilen kann. Ich meine, wenn er schon betäubt ist, dann gönnen wir uns erstmal einen Mega-Power-Trank, weil, naja, dieses Bluten zieht mir mehr Leben als erwartet. Sonst bin ich gleich weg, wirklich weg vom Fenster. So, da kriegen wir nochmal 3 Leben dazu. Und Heilung für wie viele? Für 2 Runden, okay. Gut, Leute.
Ja, gut, das Bluten haben wir überstanden. Der Gegner ist nur eine Runde betäubt. Also können wir jetzt, glaube ich, nochmal einen Angriff provozieren. Sehr schön. So, und ich nehme nochmal den Pulso, weil, naja, weil das halt einfach viel zieht, Leute. Genau. So. Jetzt müssten wir ihn theoretisch noch einmal mit irgendeinem Zauber treffen. Ich krieg noch ein bisschen Leben dazu und er ist nicht mehr betäubt. Will ich jetzt nochmal auf... Nee, ich gehe auf hinterhältig, weil wenn wir jetzt... er kriegt Leben dazu, verdammt. Das könnte knapp werden, das könnte knapp werden. Nein, 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 nein. Ja! Oh mein Gott, das ist... Oh mein Gott. Ja, Leute, ich glaube, wir haben gewonnen. Wenn ich jetzt mit Flipendo hier reinhaue, so, ne, dann sollte er eigentlich besiegt sein. Ich glaube, das sind die 10 Punkte und er hat keine 10 Punkte mehr. Ja, oh mein Gott, war das knapp. Leute, das war ja mal eine... Das war mal eine spannende Runde. Einsammeln. Fantastisches Duell, wie immer, Daniel. Du bist immer ein anspruchsvoller Gegner. Nachdem wir uns duelliert haben, verstehst du jetzt, was Duelle mit dem Tanzen zu tun haben? Ich glaube schon, ich verstehe es immer noch nicht. Es kommt alles aus der Hüfte. Ich verstehe es immer noch nicht. Ich verstehe leider immer noch nichts, Diego. Ich bin Daniel Granger. Vielleicht solltest du es mir einfach erklären. Oder wir duellieren uns noch einmal. Nein, noch einmal? Ich bin immer noch aus der Puste. In diesem Fall kann ich es dir wohl auch einfach erklären. Die Beinarbeit ist wie die Zauberstabbewegungen. Komplex, präzise und anmutig. Das Zaubern ist wie der Fluss beim Tanzen. Man bewegt sich im Takt von einer Bewegung zur nächsten. Und die, Balance? Ebenfalls sehr wichtig. Du musst geistig wie körperlich ausgeglichen sein, um deine Routine zu verbessern. Ich habe das Gefühl, ich habe genau diese Worte schon von meinem Quidditch-Kapitän gehört. Ja, ich glaube wirklich, dass ich die schon gehört habe. Hogwarts Mystery, habt ihr einfach nur Copy and Paste gemacht? Jetzt hast du es verstanden, was Duelle und Tanzbewegungen gemeinsam haben. Damit wirst du einen perfekten Duck-Shuffle tanzen. Das hoffe ich doch. Wir müssen mit Sky und Kla... Was? Achso, mit... Nicht mit... Ja, aber auch mit Sky, Leute, natürlich. Wir müssen mit Style und Klasse gewinnen. Apropos Style und Klasse, wir müssen uns für diese Gelegenheit unbedingt passend kleiden. Unser Äußeres ist genauso wichtig wie unsere Tanzdarbietung. Ich glaube, ich kenne genau den richtigen Zauberer. Ja, natürlich kennst du den, Daniel. Ich werde ihn bitten, sich mit uns in der großen Halle zu treffen. Alles klar, wer wird das wohl sein, Leute? Dreimal dürft ihr raten. Genau, André. Mit André treffen. Komm in die große Halle. Ich kann es kaum erwarten, mehr über dein Abenteuer zu erfahren. Ja, André, da wirst du dich leider noch ein ganz kleines bisschen gedulden müssen. Denn ich werde jetzt als nächstes... Genau, Cory im Krankenflügel besuchen, weil die Arme wurde einfach von einem Doxy gebissen. Traurig, ne? Hey, ich sehe kein Mitleid in euren Augen. Leute? Naja, gut, aber wir gehen sie jetzt einfach mal besuchen. Cory, ich komme ja schon. Cory, Cory. Oh, Chiara. Hi, Chiara. Wir haben fast kein Verbandsmaterial mehr, Madame Pomfrey. Ich werde Nachschub suchen. Oh, das war ein Komma und kein Punkt, deswegen habe ich so komische... Moment mal. Was geht hier vor sich? Und das ist schon mein Verdächtiger hier. Ich hoffe, das ist seine Freundin, weil dann ist Penny schon mal... Und Moment mal, warum steht Penny an dem Bett von so einem ominösen, komischen Typen aus Ravenclaw? Hallo, du ominöser Schüler. Daniel, oder? Du scheinst in Ordnung zu sein. Du auch, Kollege. Ich hab dich im Auge. In allen Vieren. Hallo, Penny! Und geschafft! Das Gegenmittel sollte gleich seine Wirkung zeigen. Alles klar. Achso, ja, Penny ist ja hier zur Aushilfe, stimmt. Also muss ich mir gar keine Gedanken machen. Und André kann uns wohl doch nicht helfen, weil der Gute ist im Krankenflügel. Wird wohl nichts mit dem, der Style-Beratung für den Tanzwettbewerb. Hallo, Cory, oder Madame Pomfrey, oder wer auch immer. Cory, wie fühlst du dich? Ich habe mir Sorgen gemacht, nachdem der Doxy dich gebissen hat. Kein Grund zur Sorge, Daniel. Ich bin schon auf dem Weg der Besserung, dank Madame Pomfrey. Bald können wir mit unserem Spezialprojekt weitermachen. Cory, kannst du das anders formulieren? Jetzt denkt Madame Pomfrey, dass wir rummachen. Ist nicht cool. Nicht so schnell, Miss Hayden. Sie müssen sich ausruhen. Madame Pomfrey hat recht, Cory. Du musst zu Kräften kommen. Unsere Untersuchungen können warten, bis du entlassen wirst. Aber...
Wenn ich sie außerhalb des Bettes erwische, haben sie größere Sorgen als einen Doxybiss. Ich habe auch schon genug Arbeit mit Schülern mit Doxybissen. Ich kann mir nicht auch noch Sorgen darum machen, dass sie herumwandern. Moment mal, Madame Pomfrey. Wurden all diese Schüler von Doxys gebissen? Allerdings, Mr. Granger. Es sind sogar so viele, dass ich mir Hilfe suchen musste. Wow, diese Animation. Und warum aus... Ich finde diesen Typen seltsam, Leute. Ich glaube, der ist schuld daran. Frag mich nicht, warum. Ist so ein Grundgedanke. Wie schafft Victor es nur immer so ruhig und besonnen auszusehen? Er ist total charismatisch. Cory, kannst du einfach dir mal abgewöhnen, mich mit Vollidioten zuzutexten? Dieser Percy Mums und dieser andere komische Typ, den ich ständig vergesse, dieser komische Victor. Du gehst mir auf die Nerven, Cory. Ich mag dich eigentlich, aber du machst es mir echt schwer, dich zu mögen, ey. Oh, da ist Gelewachs im Schrank. Und er hat gerade einen Schüler hineingetragen, als wäre überhaupt nichts dabei. Er ist unglaublich stark. Okay, ich möchte einfach nur kotzen, Leute. Hast du davon immer noch nicht genug, Cory? Er ist ein Schüler, genau wie wir. Wenn du jemanden bewundern solltest, dann mich, Daniel Granger. Apropos, nachdem hier so viele Schüler sind, die Hilfe brauchen, bedeutet das, dass es irgendwo eine Doxy-Plage gibt, Madame Pomfrey? Das kann gut sein, aber wir sind uns noch nicht ganz sicher. Wenn Sie weiterhin vorhaben, Fragen zu stellen, Mr. Granger, dann könnten Sie zumindest auch aushelfen. Selbstverständlich, Madame Pomfrey. Ich werde sofort damit anfangen, den Schülern zu helfen. Ich als Mary Sue von Hogwarts. Genau, weil das machen Mary Sues normalerweise. 3 Stunden Ahoi. Ja, Leute, und vor allem, bestes Argument, Penny und Chiara sind gleichzeitig hier. Und ich kann vor beiden gleichzeitig ein gutes Bild abliefern. Ja, man muss, wie schon gesagt, Leute, Prioritäten setzen. Und ihr wisst ja, Chiara ist die Nummer 2. Also wenn mir Penny eine Abfuhr erteilen sollte, weil sie vielleicht nur 31 Kinder haben will, dann gehe ich natürlich sofort zu Chiara, die dann hoffentlich... Wobei, die kriegt Werwolfskinder mit mir, ne? Ah, süß, da kriege ich auch noch mehr Cuteness-Anfälle. Stellt mal vor, das kleine Baby hat dann Wolfsohren. Das sind doch Fantasien, die in Ordnung gehen, oder? Ich meine, das wäre doch süß. So, oh, oder so eine kleine feuchte Hundestupsnase. Leute, das wäre eigentlich doch eine Fanart wert, oder? Hättet ihr Lust darauf, ein Baby von Daniel Granger und Chiara zu malen? Eine Mischung aus Mensch und Werwolf? Das wäre voll niedlich. Oh, oder so ein Baby mit einem Wolfsschwanz. Also, ja. Leute, das wäre voll süß. Okay, ich hätte da auf jeden Fall Lust drauf. Leute, wenn ihr das machen wollt, ich würde mich riesig darüber freuen. Schickt mir das gerne und verlinkt mich gerne da drauf. Also, falls da jetzt jemand seine kreative Begeisterung für wecken konnte. Notieren, dann nochmal helfen, dann nochmal ein bisschen auf André rum. Warum ist eigentlich niemand bei André? Das ist ziemlich rassistisch. Ich meine, überall steht jemand am Bett, nur bei André nicht. Nur weil der schwarz ist? Das ist, nee, finde ich nicht in Ordnung. Hogwarts Mystery, was habt ihr zu eurer Verteidigung zu sagen? Ja. Dann werde ich erstmal eine Petition machen. Stellt André gefälligst auch jemanden ans Bett. Das ist ja unglaublich. So, zuhören nochmal. So, dann verstehen. Und dann nochmal nachfragen. Und dieser komische Victor steht natürlich nur bei Mädels am Bett. Ja, wahrscheinlich würde der einen Jungen draußen liegen lassen. Aber wenn Mädel da liegen würde, würde er es wahrscheinlich aufsammeln. Das wäre ja auch Daniel Granger ähnlich. Aber egal, ich mag Victor nicht. Einsammeln. Ist André gerade ins Bett appariert? Okay, jedenfalls stehe ich jetzt da, Leute. Ich muss, genau, das Soziale der Schule hochhalten. Genau, das wollte ich sagen. Laut Madame Pomfrey wurden die Schüler erst seit kurzem von Doxys gebissen. Und die Angriffe passieren in ganz Hogwarts. Sie sind nicht auf einen bestimmten Ort beschränkt. Sag bloß, ich wurde gebissen, während ich meine Stoffsammlung durchsucht habe. Ich werde Hahnentrittmuster nie wieder mit denselben Augen anschauen. Damit ist alles klar. Ich muss diesem Doxy-Geheimnis auf den Grund gehen. Ich werde dir helfen. Du hast Madame Pomfrey gehört, Cory. Du musst dich ausruhen. Außerdem sind es nur Doxys. Was soll schon passieren? Wir haben schon viel schlimmere Gegner besiegt. Doxys sind eine angenehme Abwechslung nach Verschwörungen von schwarzen Magiern. Das mag stimmen, aber...
Findest du es nicht etwas verdächtig, dass Hogwarts von einer Doxy-Plage heimgesucht wird? Was ist, wenn er eine Armee von Doxys losgeschickt hat, um dich abzulenken? Das glaube ich nicht. Du könntest recht haben. Ja, Leute, das war auch mein Gedanke. Nur irgendwie sind das ziemlich primitive Vorgehensweisen. Du könntest recht haben, Cory. Ich werde die Augen offen halten, falls mir irgendetwas Verdächtiges auffällt. Komm. Ist immer noch Zitronentee drin, Leute. Combridge und Percy Mumps wurden einmal vom Vampir... Was? Mopsen? Okay, abgelenkt. Die der böse Dr. Grusenda freigelassen hatte. Das war eine clevere Falle, aber am Ende hat Percy Mumps sie mit duftenden Blumen weggelockt. Interessant, das war ein Spaß. Ich find's absolut langweilig. Ich sage dir Bescheid, wenn mir irgendetwas Verdächtiges auffällt. Ich weiß, dass Madame Pomfrey meinte, ich solle mich ausruhen, aber... Was ist mit Merula? Wir müssen immer noch darüber reden, ob wir sie vielleicht als Doppelagentin gegen einsetzen können. Wir sollten sofort über unser weiteres Vorgehen reden. Wir müssen aufpassen, damit wir nichts Falsches zu ihr sagen. Ich schätze deine Hartnäckigkeit, Cory, aber die Sache mit Merula muss warten, bis diese Plage vorüber ist. Es ist wichtiger, dass niemand mehr gebissen wird. Ich kann mir keine Gedanken über Merula machen, während meine Freunde in Gefahr sind. Also, wenn ich dieses Doxy-Rätsel lösen will, sollte ich mit einem Experten für Tierwesen reden. Es ist an der Zeit, mit Professor Kesselbrand zu reden. Okay. Ja, Leute, das werden wir auch auf jeden Fall tun, aber ihr ahnt es schon. Genau, erst in der nächsten Folge. Mal sehen, was uns der Gute dazu erzählen wird oder ob er uns überhaupt weiterhelfen kann. Das ist bei Professor Kesselbrand immer so eine Frage, die man sich da stellen sollte. Mit Professor Kesselbrand sprechen. Mein Unterricht ist zu Ende. Jetzt können wir uns unterhalten. Alles klar, Leute. Schauen wir mal gerade auf die Aufgabenliste. Schön, dass wir da keine Wartezeit haben und das haben wir auch nicht bei dieser Aufgabe hier. Genau. Also, auch wenn André gar nicht in der großen Halle sein dürfte, weil wie gesagt, er ist im Krankenflügel und alles sehr unlogisch. Aber immer noch hier ein Hogwarts Mystery Let's Play, Leute. Ihr solltet es gewohnt sein. Und von daher freue ich mich, wenn euch diese Folge hier gefallen hat. Wenn dem so ist, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Gerne auch ein Abo auf meinem Logo hier an der Seite. Und dann sehen wir uns wieder am Sonntag um 16 Uhr zur nächsten Folge von Harry Potter Hogwarts Mystery oder davor zu Let's Build Hogwarts, zu Faktenvideos, zu Livestreams. Genau, jede Menge Leute. Ich wünsche euch einen schönen Tag, macht's gut und bis dann. Ciao, Leute.